So, Hallöchen und einen wunderschönen Abend, ihr Lieben. Ich komme gerade von einer kleineren Besprechung und zwar haben wir das Problem hier in Kroatien, in Istrien, gerade hier bei uns im Medulin. Ab Mittwoch soll in der Schule hier soll es Tests geben. Also das heißt, die Kinder sollen bei uns getestet werden. Das geht gar nicht. Das ist ein Grund, aus dem wir letztendlich gegangen sind aus Deutschland. Jetzt haben wir hier gerade eine Unterschriftensammlung gehabt und ja, das Ganze besprochen in Richtung Opatija, Richtung Rijeka hin. In Ičići habe ich noch eine Bekannte, die hat auch ein Kind auf der Grundschule. Da ist noch gar nichts bekannt. Das wurde wohl vorher hier in der Zeitung geschrieben. Ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt, das wurde überhaupt nicht kommuniziert und deshalb ist das auch alles ein bisschen kurzfristig und zügig jetzt vorangegangen. Aber ich freue mich riesig. Von der dritten Klasse haben so gut wie alle Kinder unterschrieben. Bei uns in der Klasse werden auch, ach Quatsch, alle Eltern natürlich unterschrieben. Die Kinder würden das sicherlich auch tun. Es ist einfach gruselig. Es ist einfach gruselig, dass das nicht aufhört, dass das einfach folgt wie ein bissiger Hund, wie ein tollwütiger Hund. Also es ist einfach nur gruselig. Ich wollte euch nur berichten. Ja, ich hoffe, es hört auf und ich hoffe, dass das ein bisschen was bringt. Wir bleiben dran und werden auch hier wieder ja, weitermachen. Es hilft nichts. Also bis dahin und schönen Abend euch. Tschüss.